Direkt machen wir weiter mit Thunfisch Aesthetics. Testo Pickel wie ein Minenfeld. Damit muss ich leben. Let's go. Haut auch auf wie sonst was. Ungeil. Hart, hart, ungeil. Meine Brust sah aus wie die Hölle. Also komplett. Es ging gar nicht. Hygiene, Hygiene, Hygiene. Einen wunderschönen guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Mein Name ist Colin und heute reden wir mal über ein Thema, was schon gerne in den Kommentaren thematisiert wurde und von sehr schlechten Reaction-Kanälen. Und zwar... Thunfisch, soll ich dich wieder anrufen, Alter? Soll ich dich wieder anrufen? War ein Thema, was schon gerne in den Kommentaren thematisiert wurde und von sehr schlechten Reaction-Kanälen. Du weißt, von Wuppertal bis zu dir ist eine halbe Stunde, ne? Fahrzeit. Ich würde aufpassen, was du da sagst, was du da von dir gibst, mein Lieber. Weil bald ist meine Geduld am Ende, okay? Dann steige ich in mein Siebener und statte dir einen Besuch ab. Nimm ich noch Onkel Jacek mit, der haut dir eine Tiski-Flasche über den Kopf, mein Lieber. Pass auf, was du sagst. Ganz, ganz frech wird der hier, der kleine Piepmatz. Ganz, ganz frech. Und zwar meine Hautchen. Schultern sieht man's und hier sieht man's und da sieht man's und mein Rücken wollt ihr gar nicht erst sehen. Oh. Was ich dagegen so tue, beziehungsweise was dagegen so hilft, bei mir ist das tatsächlich genetisch bedingt, beziehungsweise... Ich kann gerne vorbeikommen und dir die Pickel mit einem Einwegrasierer, kann ich dir die alle abrasieren. Das tut weh. Aber dann hast du wenigstens eine reine Haut. Also ja, Hormonwerte spielen da auch immer so ein bisschen mit rein, ne? Dann kann man immer so relativ schwierig sagen, aber ich hatte den ganzen Quatsch auch schon in der Jugend ziemlich, ziemlich stark. Ich war so dieses klassische, klassische Opfer, ja. Bis heute noch. Vorherbild, was man so aus der Akne-Werbung und so kennt. So das war ich. Ich war der Streuselkuchen. Ich war damit richtig gebumst, so mit 13, 14, 15. Hoch bis 17, 18 hat das schon richtig hart reingekickt. So, dann wurde es so langsam weniger. Und im Sommer wird das bei mir immer mehr. Ich bekomme jeden Sommer immer wieder das Feedback. So, Digga, deine Haut sieht ja richtig harträutig aus. Und ja, das ist in dem Fall bei mir einfach Pech. Aber was man da so gegen tun kann und was ich da so gegen tun kann oder tue, um das alles noch ein bisschen im Zaum zu halten, darüber reden wir heute. William. Was ist denn jetzt schon wieder? Komm, tun kann oder tue, um das alles noch ein bisschen im Zaum zu halten, darüber reden wir heute. William, du musst hier an die Leine. Okay, das war einer zu viel. Das war einer zu viel. Wir rufen jetzt Thunfisch an. Angst, er zittert. Mir gefällt das immer, Leute zu provozieren. War natürlich nur ein Spaß. Ich würde das natürlich niemals ernst nehmen. Damit hast du dich nicht gerettet, mein Lieber. Ich habe den William doch lieber. Ganz doll. Besonders ihn und seine Natural-Veganer-Freunde. Fangen wir mal mit den, ja, relativ einfachen Sachen an. Und zwar Ernährung. Ernährung ist, was Haut angeht, ein ziemlich, ziemlich wichtiger Faktor. Also, dass man Zucker, Alkohol und Fastfood overall meiden sollte. Genauso wie, das zählt zwar nicht zur Ernährung, aber das sollte man auch meiden, wenn man Bock auf eine vernünftige Haut hat. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber quatschen. Das alles nicht sonderlich förderlich ist für eine vernünftige Haut. Das, was ich persönlich aus meiner Erfahrung aus sagen kann, ist Unmengen an Haferflocken, also mehr als 100 Gramm am Tag, gehen gar nicht. Also da geht meine Haut auch auf wie sonst. Da würde auch meine Verdauung aufgehen wie sonst was. Nächster Punkt ist, der da auch immer mit reinfällt, Milchprodukte. Milchprodukte in jeglicher Art und Weise, besonders wenn Laktose drin ist. Quark, ja. Milch. Da stimme ich dir zu, du Fisch. Käse, besonders auch Sachen, die viel Fett haben. So. Ungeil. Hart, hart, ungeil. Ja, das ist ganz cool. Und da neige ich dann auch sehr gerne dazu, dass mir da die Haut aufgeht. Besonders so Sandwiches mit Käse und so. Boah, das ist, der macht keinen Spaß. Also das merke ich ein, zwei, drei Tage später ziemlich, ziemlich gut in der Haut. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, wenn es um Haut geht, Transfette. Aber das ist, glaube ich, klar, dass Transfette nicht so geil sind, beziehungsweise allgemein. Ich hau mir 250 Gramm Haferflocken zum Frühstück rein. Beste für die Massewampe. Ein beschissenes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis, wo man auch... Semi 1992, denkt dran, das ist hier alles nur Spaß. Wir machen Spaß hier. Hier muss keiner unter der Gürtellinie beleidigt werden. Wir machen alles auf Spaßebene. Da sagen kann, Omega-6 ist halt einfach nicht geil. Besonders wenn man es halt in Mengen konsumiert, wie es halt in Deutschland üblich ist. Sage ich einfach mal so. Allgemein Sachen, die ihr nicht gut verdauen könnt. Wenn ihr merkt, euch liegt etwas Scheiße im Magen, ob das jetzt Kohl ist, Brokkoli, sonst was so,
Brokkoli ist Kohl im weitesten Sinne, wenn ich mich nicht irre. Hey Siri, ist Brokkoli Kohl? Okay. Das habe ich online zu Ist Brokkoli Kohl gefunden. Öffnen wir mal Wikipedia. Oder Winterblumenkohl genannt, ist eine Gemüsepflanze aus der Familie der Kreuzblütengewächse. Wenn's Kreuzblütengewächs, siehst du? Hier, jetzt mit Weizen nicht klarkommt, schmeißt auch den raus. Viele Leute schwören auf glutenfreie Ernährung, was Haut angeht. Ich persönlich kann da halt nicht viel zu sagen, weil egal ob ich Gluten benutzt habe oder nicht benutzt habe, für meine Haut hat es keinen Unterschied gemacht. Fun Fact, Haferflocken. Wieso Thunfisch stopft, fragt hier einer ganz normal. Der hatte schon immer Bock auf eine unreine Haut und hat deswegen angefangen zu stopfen. Ganz klar. Wir sind zu 99,99999% von Natur aus glutenfrei. Also glutenfreie Haferflocken kaufen ist was. Ist genauso dumm wie zu sagen, ein runder Kreis. So, das ist doppelt gemoppelt. Das, ne? Auch wenn ganz gerne daraus halt so ein Marketing-Gag gemacht wird. Aber glutenfrei sind quasi alle Haferflocken immer. Wir können uns gerne auch mal das. Unheil auf meinen. Der hat Dingens bekommen. Der hat ein Angebot bekommen von Clairasil. Kennt ihr diese Vorher-Models, Vorher-Nachher-Vergleiche? Die haben Thunfisch als Vorher-Model engagiert. Der kriegt da eine kleine Summe. Ich glaube, das waren 1.000-2.000 Euro. Und dann kriegt er hier eine kleine Summe von Clairasil. Und ja, deswegen hat er angefangen. Versuchskaninchen. Damit er vor Kamera zeigt, wie unreine Haut wirklich ausschauen kann. Schultern und auf meinem Rücken angucken. Ich habe es zum Glück nicht an den Beinen, nicht am Arsch, sondern halt tatsächlich Schultern, man würde jetzt sagen Dekolleté und am Rücken. Böse Zungen behaupten, auch unten hast du so einen kleinen Pickel. Nur Pickel mit zwei Eiern. Ja, Gesicht ist auch relativ clean, so ab und zu habe ich mal sowas wie das da oder hier so ein bisschen, aber das hält sich tatsächlich im Grenzen. Im Übrigen, wenn ihr so geile Stringer haben wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Mit meinem Code spart ihr immer den maximalen Rabatt. Das sind benutzt mal meinen Rabattcode hier. Da bin ich auch hier abgebildet auf diesem Bild. Weil wenn ihr den damit Thunfisch-Rabattcode bestellt, hier bin ich schon abgebildet, seht ihr hier Thunfisch-Rabattcode weg. Nehmt meinen Rabattcode oder den von Johnny, weil da kommen die Sachen auch an. Wenn ihr mit Thunfisch bestellt, der verschickt die nicht, die Sachen. Der dribbelt das irgendwie und die Sachen kommen nicht an. Wenn ihr mit meinem Code bestellt, die Sachen kommen an. Bei Thunfisch kommt nichts an. Die super geil. Und du ziehst das T-Shirt an, dann wird deine Haut direkt unrein, wenn du das T-Shirt anziehst. Ganz, ganz ekelhaft. Sachen von Vern, Qualität ist auch 1A. Dann gucken wir uns den Lachs mal an. Ja, Kipp hätte ich eventuell vorher absetzen sollen. Ich hoffe, die Kamera stellt das scharf. Und das wird. Boah, Digga, was ist das denn? So. Ekelhaft. Besonders. Das ist jetzt schon viel besser geworden auf der Haut. Wie ich das hinbekommen habe, erzähle ich euch gleich. Aber das ist jetzt schon für meine Verhältnisse von den letzten anderthalb Wochen schon wieder richtig gut. Meine Brust sah aus wie die Hölle. Also komplett, es ging gar nicht. Guck mal, wir müssen nicht mal bei Thunfisch vorbeifahren. Wenn er die Reaction sieht nachher auf dem Abo William Kanal und sich die Kommentare durchliest, dann reicht das schon. Da müssen wir auch gar nicht vorbeifahren. Nicht. Meine Brust sah so schlimm aus, wie die Schultern jetzt aussehen. Und dass meine Schultern beschissen aussehen, ist fast normal. Dass meine Brust scheiße aussieht, ist schon relativ selten, ne? Aber Rücken ist, glaube ich, so Standard, das haben viele, viele Leute. Dann machen wir mal weiter mit dem Real Talk. Ich hoffe, ihr wisst das wertzuschätzen, dass ich versuche, so ein bisschen Realität zu zeigen. Sageras93, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Sehr, sehr korrekt. Auch wenn ich hier gleich so sitze und hier so eine Plauze habe, so, das ist normal. Ich weiß, viele Leute zeigen sowas nicht, aber mir persönlich ist das wichtig. Und auch wenn das jetzt für mich persönlich unangenehm ist, ich glaube, der Output für euch ist da sehr stark vorhanden. Also es lohnt sich halt einfach, das, was ich euch damit rüberbringen kann, dass ich dafür über meinen Schatten springe und sage, so, ey, ich habe halt die Problematik mit der Haut oder keine Ahnung, ich habe halt die und die Problematik mit dem Stoff. Ne? Und dass halt ihr overall da was raus lernen könnt. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ich habe halt auch gerade mein T-Shirt aus, das passt eigentlich sehr gut. Und der nächste Punkt ist in dem Fall für mich auf jeden Fall Hygiene. Hygiene ist ein richtig, richtig wichtiger Punkt, besonders für Sportler. Ich glaube nämlich, dass sehr, 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 sehr viele Sportler Pickel bekommen. Und zwar nicht von ihrem hohen Eiweißkonsum, sondern weil sie nach dem Sport nicht duschen gehen, dann gegebenenfalls wieder das Shirt vom Sport anziehen und damit dann nach Hause fahren. Oder sie lassen das gleich an. So, dann
eiert dieses vollgeschwitzte, mit Bakterien verseuchte Shirt auf eurer Haut für 2, 3, 4, 5 Stunden rum. So, eure komplette Haut ist damit dann vollgesaut. Und die komplette Schutzschicht der Haut ist... Da gebe ich ihm recht, definitiv. Viele haben wirklich mangelnde Hygiene, vor allem im Gym. Das sieht man immer und immer wieder. Der bekommt Gyno. Nein, bekommt er nicht. Das sieht anders aus, wenn Gyno. Gyno sieht anders aus. Ist dann voll mit diesen Bakterien. Ist alles verschmiert, das alles gelangt in eure Poren und der ganze Scheiß entzündet. Wie lange machst du noch? Ich mach noch ein bisschen. Wir sind noch etwas online. Und dann sieht das so aus, was ich auch früher gemacht habe, was ich Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr mache. Ich habe vorm Sport immer ein extra Shirt dabei, ich habe nach dem Sport immer ein extra Shirt dabei und ich habe eins für beim Sport. Bruder, wie viele T-Shirts hast du, Alter? Heißt? Der trägt in der Woche sind das dann 21 T-Shirts, im Monat 80 T-Shirts, Lupenbrille, ich danke dir fürs Prime-Abo. Wenn ich ins Gym gehe, habe ich alleine mit den... nur. Der hat Primark dabei im Gym, schreibt einer. Mit dem Gym habe ich 3 Shirts am Tag. Wenn ich abends noch unterwegs bin, habe ich noch ein 4. So, wenn ich pennen gehe, habe ich ein 5. Ich verbrauche zeitweise 5 Shirts am Tag, weil es gut für meine Haut. Aber hat irgendwie nichts gebracht. Deine Haut sieht wirklich schlimm aus. Ja, ich verwende ein extra Schlaf-T-Shirt, nur zum Pennen. Am nächsten Morgen geht das sofort in die Wäsche. Das ziehe ich keinen zweiten Tag an. Bruder, der ist einfach, der hat Waschsalon aufgemacht bei sich. Weil da sind die Bakterien drin. Wenn ihr jetzt oben ohne schlaft, dann tut euch den Gefallen und bezieht jeden zweiten Tag euer Bett neu. Jeden zweiten Bett neu beziehen, spinnst du, Alter? Im zweiten. Jetzt mal ohne Spaß. Jeden Tag. Sonst schwitzt ihr da rein, die gesamten Bakterien landen da drin, dann legt ihr euch am nächsten Tag wieder da rein und was habt ihr dann? Genau dieselben Bakterien und die ganzen... Bruder, was geht? Nein! Schmutz wieder an der Haut. Deswegen, Hygiene, Hygiene, Hygiene. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ich auch nicht. Hygiene, Hygiene, Hygiene. Ah. Wenn ich euch noch einen Tipp mit ans Herz legen kann, einen Tipp mit auf den Weg geben kann, benutzt pH-neutrales Duschgel. Das sorgt dafür, wenn ihr 2, 3, 4 Mal am Tag duschen geht, okay, 4 Mal ist eventuell ein bisschen krass, aber 2 oder besonders bei dem heißen Wetter 3 Mal am Tag, dass eure Haut nicht austrocknet, weil es den pH-Wert der Haut trifft. Dementsprechend pH-neutrales Duschgel, regelmäßig T-Shirts wechseln, regelmäßig Bettwäsche wechseln, morgens duschen gehen, abends duschen gehen. Was auch hilft, ist abends vorm Pennen gehen einmal kurz unter die Dusche, einmal kurz hier alles runter waschen, weil ihr schwitzt über Nacht. Und wenn ihr den ganzen Tag schon über geschwitzt habt, abends nicht. Oder das ist einfach Seminar für reine Haut, aber von einem, der unreine Haut hat. Ach, geil. Duschen geht und dann mit dem voll... Das ist so wie diese unseriösen Personal Trainer, die so eine fette Wampe haben und euch einen von gesunder Ernährung erzählen wollen. Geschwitzt mit den ganzen Bakterien, die ihr auf dem Körper habt und damit ins Bett geht. Dann verreibt ihr da alles drin. Macht so einen Scheiß nicht. Ich gehe aktuell 3 Mal am Tag duschen. Morgens. Und auch noch 3 Mal am Tag duschen. Damit fixst du aber auch deine Haut. 3 Mal am Tag duschen ist ungesund. Sport und einmal bevor ich pennen gehe. Und genau das hat mir geholfen, dass das jetzt alles weniger geworden ist. Geh mal ins Solarium bitte. Das ist jetzt zwar rot, aber das ist nicht mehr so entzündet, wie es vorher war. Das hat und nee, geh einfach zum Hautarzt, klatsch dir Roaccutan rein und fertig. Hat mir sehr, 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 sehr krass geholfen. Do what I say, not what I do. Dementsprechend. Fluppe. Ach ja, und hier habe ich unser Isoclear drin. In so einem Thermoshaker. Ich hoffe, du wäschst den Thermoshaker 7 Mal am Tag wegen den Bakterien. Wunderschön Spider-Man-Logo drauf. Funktioniert 100%. Ja, ich bin ein Nerd. Probiert unser Isoclear bitte aus. Wir haben aktuell sogar noch 20% auf dem Shop. Also wenn ihr das Video seht, müsste der letzte Tag der Aktion sein. Bin nicht sogar der vorletzte. Und checkt das unbedingt aus. Es ist wirklich richtig, richtig geiles Isoclear-Way. Deswegen gönnt euch das. Das mache ich jetzt auch. Und vergesst meinen Code nicht. Damit unterstützt ihr solche Videos wie jetzt. Und ich hoffe, euch gefällt es, dass ich mal so ein bisschen einen ernsteren Ton anschlage. Ach ja, was ich noch erwähnen kann, wo ich hier gerade tatsächlich schon mal oben ohne sitze. Oben ohne an der Sonne rumlaufen kann auch sehr, sehr geil für die Haut sein. Ich habe tatsächlich keine Erfahrung mit Solarium oder so einem Quatsch, weil ich bin der Überzeugung, ein Kind mit Krebs reicht, muss ich nicht meinen Eltern noch ein zweites Mal antun, so mit Hautkrebs und so, sagt er und raucht dabei. Man muss es auf jeden Fall nicht probieren. Einmal im Monat, geh mal 15 Minuten auf Speedsun, Junge, was ist los? Provozieren, deswegen habe ich mich bis jetzt mit Solarium sehr zurückgehalten, abgesehen davon, dass ich... Dann sieht auch deine Form besser aus, wenn du ein bisschen braun bist. Och, hier, setz dich mal in die Sonne, was sitzt du im Schatten rum? Maximal dunkelweiß werde im Sommer. Also, da würden auch...
Oder klatsch dir MT2 rein, damit du braun wirst. Nein, das nicht. Ist verboten natürlich. War nur Spaß. Im Solarium nicht viel. Er sieht aus wie Twilight, sein Cousin. Ich hatte eigentlich noch einen ziemlich geilen Spot im Kopf. Ja, Werbespot von Clerasil oder was? Eventuell ist meine Orientierung Status jetzt eine glatte 6-, weswegen ich den Spot einfach nicht mehr finde. Dann suchen wir uns erstmal eine Alternative, während ich mich so langsam aber sicher auf den Heimweg mache. Jetzt erlebt ihr mal hautnah mit, wie ein YouTuber seine Spots findet. Sieht nach Holz aus. Sieht nach... Hier werde ich auf jeden Fall von Mücken gestochen aus. Dann nehmen wir so was von. Puh, Digga, ich mache das nie wieder mit dem draußen Filmen. Ich bin nur zerstochen. Irgendwas krass. Diese Mückenstiche machen auch den Braten jetzt fett, nicht mehr fett, Alter. Ja, bist du eh schon zerstochen von der Akne. Aber die ganze Zeit an mir hoch, ey. Erstmal eine Fluppe für reine Haut. Der YouTube-Kanal hier ist halt real. So, ich zeige euch halt keine Scheiße. Ich belüge euch nicht, dafür müsst ihr... Der ist mir zu real, Bruder. Der Kanal ist zu real. Halt damit leben, dass ich in Videos rauche. Lass uns mal über die letzten Punkte sprechen. Fangen wir einmal an bei den Sachen, die noch... legal sind, über die man noch so reden kann, und zwar Supplements. Guckt erstmal, dass ihr keine Mängel habt. Das erste, was mir geholfen hat, gar nichts, ist Vitamin D. Ich hatte einen Vitamin D-Mangel, schon mit, keine Ahnung, also wann habe ich angefangen, Vitamin D zu nehmen? 16, 17? Da wurde einmal auf einen Schlag meiner Haut besser, weil ich angefangen habe, Vitamin D zu nehmen. Hervorragendes Zeug. Kombination mit 25 Milligramm Zink am Tag, hervorragend. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr Zink hoch dosieren wollt. Wenn ihr Zink hochdosiert, müsst ihr damit leben, dass ihr Einbußen, was Muskelaufbau und was Kraftaufbau angeht, haben werdet, weil Zink gegebenenfalls in hohen Mengen die DHT-Bildung drücken kann. DHT ist Dehydrotestosteron, ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, um Kraft aufzubauen. Gibt halt auch DHT-Abkömmlinge in Form von Roids, die halt besonders... Da hat er sich gutes Wissen eingeeignet, das muss man ihm lassen, sehr, sehr gut. Was krass dafür sind, um halt Kraft aufzubauen und halt diesen grainy, harten Look zu bekommen. Und wenn ihr euch das halt wegdrückt, werdet ihr halt Einbußen, was Kraft als auch Muskelaufbau angeht, haben. Punkt, Ende aus. Omega-3s auf jeden Fall, wenn ihr einen Mangel habt, Omega-3s. Ich habe das jetzt mal nicht mitgenommen, weil Omega-3s, 35 Grad draußen, Fischöl. Das wäre lecker, da hast du eine schöne Fischsuppe in der Tasche. Vergammelt, so, danach kann ich die in die Tonne droppen. Im Übrigen, im Sommer habe ich die auch immer im Kühlschrank stehen, weil es halt einfach Fischöl ist. So. Im Winter, so, wenn du, keine Ahnung, 18 bis 20 Grad in der Bude hast, geht das. So, wenn du um die 30 Grad in der Wohnung hast, würde ich die immer in den Kühlschrank stellen. Bei mir, ich habe die tatsächlich auch jetzt bei diesem Wetter, heute hatten wir auch 30 Grad, passiert nichts. Außer du wohnst jetzt auf dem Dachboden, okay, das ist natürlich dann problematisch, ne? So alleine wegen der Haltbarkeit. Auch wenn da drauf steht, so, ja, braucht ihr nicht. Onkel Cicek, gibt er ernsthaft Tipps, wie man keine Pickel bekommt? Ja, das ist hier gerade ein 16-minütiges Anti-Pickel-Seminar. Na, vorsichtshalber mache ich es trotzdem. Dann machen wir mal weiter mit zwei... Ja, was heißt Geheimtricks? Aber Sachen, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Fangen wir erstmal mit den Zeug an, was mehr basic ist. Und zwar Kurkumin. Kurkumin drückt einfach Entzündungen. Ergo, der ganze Scheiß hier, der rot... Hör auf mit Ergo, bitte. Damit machst du mich sehr aggressiv. ...ist, der jetzt entzündet ist. Er ist dann einfach nicht mehr so entzündet. Und eure Poren und der ganze andere Quark... Digga. Hier fliegt so viel Scheiß rum, ich bin die ganze Zeit hier nur um mich herumschlagen. Der ganze Quatsch, der für Entzündungen sorgt, besonders alles, was halt hier rot ist, ist dann nicht mehr so entzündet. Dasselbe machen Omega-3s auch. Deswegen Kurkumin und Omega-3 hochdosieren. Ich bin hier aktuell bei 2 Stück am Tag, also 2 Gramm Kurkumin mit Piperin. Ich habe mir tatsächlich auch nochmal Novasol bestellt, was theoretisch eine bessere Bioverfügbarkeit haben soll als normales Kurkumin. Wenn das super für mich funktioniert, dann werde ich schleunigst dafür sorgen, dass wir das bei NP auch im Shop aufnehmen. Ich kann das auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinken. Stell dir mal vor, er nimmt Novasol Kurkumin und sieht aus wie ein junger Gott mit Babyhaut. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das Kurkumin als auch? Ich hoffe. Der hat einfach eine scheiß Veranlagung, was Haut angeht. Jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben ein bisschen rumgealbert, ein bisschen rumgefrontet. Freunde, ihr dürft nicht vergessen, das ist alles nur Spaß. Was er zu mir gesagt hat, ist Spaß. Was ich gerade zurückgeschossen habe, das ist alles nur Spaß. Aber jetzt mal Real Talk. Der hat einfach eine beschissene Genetik. Der hat schon immer unreine Haut gehabt. Jetzt nimmt er noch ein bisschen Stoff dazu und damit hat er noch mehr unreine Haut. Er kann machen, was er will. Er kann 70 Mal duschen am Tag. Er kann 100 T-Shirts wechseln am Tag. Er kann jede halbe Stunde sein T-Shirt wechseln. Er kann sich vollklatschen mit Supplements. Die Haut bleibt bei ihm Schrott. Fertig. Fertig aus.
Ist das das letzte Video für heute? Nein, wir machen noch weiter. Wir sind jetzt schon seit 3,5 Stunden live, aber wir machen noch weiter. Ich hoffe, man sieht's. NAC verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Ich habe eine sehr, sehr schöne Studie über NAC gefunden. Kennt ihr vielleicht aus der Apotheke als ACC akut, das macht die Nase frei. Es gibt da eine sehr, sehr schöne Studie zu, dass 2 Tabletten hiervon, also insgesamt 1200 Milligramm am Tag auf 2 Gaben aufgeteilt, super sind gegen Akne. Ich kann euch die Studie auch nochmal unten verlinken, beziehungsweise den Artikel von Examen. Da findet ihr auch allgemein sehr, sehr viel, was Studien angeht. NAC ist wirklich eine super Sache, wenn es um Akne geht. 2 Kapseln. Nicht nur um Akne, NAC, wunderbares Supplement. Hat sehr, sehr viele positive Aspekte. Nehme ich jeden Tag. Davon, 2 Kapseln hiervon, jeden Tag. Kurkumin bitte nach einer Mahlzeit aufnehmen, das Zeug ist fettlöslich. NAC morgens nüchtern einmal und einmal zu den anderen Supplements dazu. Und sonst, wie gesagt, Vitamin D3, Omega-3s. Und Zink, ich persönlich bin bei 25 Milligramm Zink am Tag. Ihr könnt gerne hochgehen auf 50, bitte mit keinen anderen Mineralien zusammennehmen. Zink blockt sonst ganz gerne mal die Aufnahme von anderen Mineralien, zum Beispiel Eisen. Ich glaube, damit haben wir es, zumindest was Supplements angeht. Und dann lass uns noch einmal über die ganzen verrufenen Sachen reden. Und zwar Stoff und Medikamente. Stoff ist eigentlich relativ easy für alle Leute, die ballern. Haltet eure Injektionsintervalle kurz, damit ihr möglichst wenig Spiegelschwankungen habt. Das stimmt auch, sage ich immer und immer wieder. Diese 52 Milligramm einmal die Woche oder alle 5 Tage ist nicht gut. Ich gebe natürlich keine Stofftipps oder sonst was, weil es alles illegal ist, aber es ist scheiße. Lieber Dosierung gering halten, Injektionsintervall sehr, sehr hoch. Es gibt sogar Leute, die initiieren Test eh jeden Tag. Kein Scheiß, jeden Tag. Spiegelschwank. Ist in UK und in Polen ganz, ganz häufig und oft vertreten. Kunden sorgen immer für Nebenwirkungen, unter anderem halt auch für Akne. Deswegen bin ich zum Beispiel auch aufs Innantat geswitcht, in der Hoffnung, dass das alles besser wird. Das andere ist, was halt auch mit Stoff zu tun hat, checkt eure Blutwerte. Östrogen, Prolaktin, Testosteron. Testosteron ist natürlich immer drüber, so wenn ihr ballert, klar. Außer du ballerst dir Öl. Wenn ihr nicht ballert, sollte das hoffentlich in Range sein, aber checkt auf jeden Fall Östrogen und Prolaktin. Das sollte in Range sein. Das muss auf einem vernünftigen Level sein, sonst kann das auch für Probleme sorgen. Aber da bin ich auch kein Experte, ich weiß nur, dass Östrogen und Prolaktin da ganz gerne mal für Probleme sorgen. Für weiteres müsste ich kompetentere Leute als mich selber fragen. Und dann kommen wir zu dem, was auch bei mir in den Kommentaren immer wieder publiziert wird. Isotretinoin bzw. Roaccutan. Ja? Bringt auch einiges, aber bringt auch sehr, sehr viele Nebenwirkungen mit sich. Eure Lippen werden trocken, eure Lippen platzen auf. Es ist nichts Gutes, aber wenn es gar nicht mehr geht, würde ich lieber mit solchen Nebenwirkungen leben, anstatt mit solch einem Pickelkörper. Weil dann würde mir das, lieber würde ich dann 5 Kilo weniger Muskulatur haben, aber reine Haut. Wisst ihr, was ich meine? Funktioniert, lasst euch das von eurem Arzt vorschreiben. Einnahme bei Isotretinoin, ich kann euch nichts aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich immer keinen Bock auf die Nebenwirkung habe. Isotretinoin legt euch die Gelenke relativ trocken, ihr bekommt teilweise trockene Lippen, trockene Augen, trockene Haut, das kann sehr, sehr vielschichtig sein. Isotretinoin hat richtig dicke Nebenwirkungen, die nicht geil sind. Geht auch ganz gerne mal ein bisschen auf die Leber. Seid damit bitte vorsichtig. Ich weiß aber, dass sehr viele mit sehr, sehr geringen Dosierungen Isotretinoin sehr gute Erfolge. Ja, das Joe-Video, darauf haben wir heute schon zusammen mit meinem Vater reacted. Geschafft haben, mussten sie dann halt aber auch ein Jahr, 2 Jahre lang durchnehmen. Zur Dosierung kann ich euch empfehlen, viel hilft viel. Von daher, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem YouTube-Video gehabt. Wir sehen uns in dem nächsten. Abonniert gerne diesen YouTube-Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao, ciao. Thunfisch, mein Lieber. Ciao. Soll ich dir sagen, ja, Statement zum Video, Alter. Du bist mit keiner guten Hautgenetik gesegnet und das ist leider schade. Wirklich sehr, sehr schade. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.